Herzlich willkommen bei Printicket. Ich bin Julien und präsentiere euch heute den Sublisplash-Treiber. Was ist das? Der Sublisplash-Treiber ermöglicht euch direkt von CorelDRAW oder Photoshop mit Standardeinstellungen zu drucken. Der Sublisplash-Treiber übernimmt die ganze Farbkorrektur und das ICC-Profil. Sie können somit direkt einfach auf Datei drucken klicken und Ihr Ausdruck wird perfekt rauskommen. Für welchen Drucker ist dieser Sublisplash-Treiber geeignet? Der Treiber ist geeignet für den Ricoh SG3110, sowohl auch für die EcoTanks Modelle, den A4 und A3 und den Epson Stylus Pro 4450. Jetzt werde ich euch zeigen, wie dieses Sublisplash-Treiber funktioniert. Ich öffne zum Beispiel meine Datei aus dem PDF, gehe dann auf Datei drucken. Wähle hier meinen Sublisplash-Treiber aus meiner Druckerliste und gehe dann in die Eigenschaften. Hier wird quasi der Sublisplash-Treiber euch zeigen, auf welchen Drucker Sie drucken wollen. Der Sublisplash-Treiber erkennt automatisch alle installierten Drucker, die aktuell schon mit Sublisplash bestückt sind. Hier wähle ich zum Beispiel mein Ricoh 3110, den Farbprofil Standard. Man kann auch eine diverse Papiergröße einstellen. A4, in dem Fall möchte ich das Tassenpapier auswählen. Ich kann den Haken setzen für Bildspiegel oder nicht, Anzahl der Kopien auswählen und natürlich das Hoch- oder Querformat. In dem Fall klicke ich auf Querformat. Ich sende dann diese Datei an meinen Sublisplash-Treiber, der sich automatisch öffnet. Unter Jobs finden Sie die Liste Ihrer Druckaufträge. Auch hier kann ich noch verändern, auf welchen Drucker ich drucken möchte oder mit welches Farbprofil und ob ich die Datei spiegeln möchte oder nicht. Hier, wenn ich auf meine Datei gehe mit meiner Maus, habe ich auch so ein kleines Vorschau und kann meinen Job direkt abschicken oder löschen. Hier gibt es auch einen Knopf automatisch spulen, heißt, wenn ich den einschalte, dann wird mein Druckauftrag direkt am Drucker abgeschickt. Sobald ich das aus meinem PDF abgeschickt habe, druckt der Drucker direkt. Unter Historie habe ich auch alle Drucksaufträge, die ich schon gedruckt habe, die ich auch wieder drucken möchte, kann ich auch wieder aus meiner Historie meinen Druckerjob wieder abschicken. Unter Settings finden Sie quasi die Geräte, die schon vorgespeichert sind, auch diverse Formate, die man hinzufügen kann. Und unter Support finden Sie alle unsere Daten. Falls es Probleme gibt, können Sie uns einfach direkt anrufen. Der Sublisplash-Treiber ist einfach zu bedienen und übernimmt für Sie die ganze Farbeinstellungen. Somit sparen Sie enorm Zeit. Dieser Treiber ist in allen Chat-Paketen bei uns kostenfrei mitgeliefert oder separat erwerblich. Und damit wünschen wir Ihnen viel Erfolg.